Hallo meine Freunde, willkommen zurück in New World. Heute schaue ich Kaufmanns Schanze an. Ich habe dazwischen ein bisschen gelevelt, geskillt, diverse Gegenstände hergestellt. Wir gehen dann, wollte ich jetzt schon die Uni, aber ich mag noch die 1,5 Level. Machen wir jetzt noch und dann gehen wir in die erste Uni. Ich kenne sie ja schon aus der Beta, das aber dann ist Schluss. Beta, die Uni war das letzte, was ich von der Beta kenne. Jetzt müssen wir hier folgendes erbeuten. Aufträge des Captain. Suche den Tagebucheintrag, die Bitte eines Zacklers und sabotiere die Kanonen. Man kann übrigens immer die gleiche Kanone sabotieren, zumindest ging es in der Beta. Ob das jetzt noch der Fall ist, wird sich gleich weisen. Ich meine, wird sich nicht, nein, weil ich gehe einfach rein. Jetzt bin ich schon, in der Beta bin ich hier relativ klein herkommen. Jetzt bin ich ja schon relativ groß. Also für das Gebiet hier recht groß. Groß im Allgemeinen nicht, aber für das Gebiet hier eigentlich geht es jetzt schon. Schau mal. Zack. Kuckuck, hallo. Haben wir da eben hier. Ja, der ist schon ein bisschen fetter als die anderen. Muss ich schon ein bisschen was einfallen lassen. Vielleicht auch mal parieren. Nee. Tun wir nicht. Brauchen wir nicht. Nicht den Busch. Der ist da. Die Büsch. Schaut ja immer optimal aus. Wir haben schon drei Kanonen. Wir haben fünf Sachen erbeutet. Was haben wir hier? Geh weg. Sehr gut. Noch eine Kanone hier irgendwo im Nix. Nehmt unbedingt die Vorratskisten mit. Da kriegt sie sowas wie dieses Sandpapier, das sagt, kann man nur irrsinnig schwer über den Fraktionsladen herstellen. Und Kreuzstich. Und glaubt's mal, das wollt's nicht. Mal rein. Hallo! Ich habe ja eh die Schuhe beim Reingehen abputzt, jetzt spürt ihr nicht so auf da. Mal drauf, da oben wohnt sicher auch noch wer. Na sicher doch. Zack. Platte, die droppen recht gut. Achso, da droppen immer die Quest-Dinge, wollte ich sagen. Wollte gerade sagen, die droppen recht viel. Eine Badewanne haben sie auch schon gehabt, so eine schöne. Na, das ist ja was. Nochmal eine Vorratskiste. Wir müssen uns da mal schauen, wo. In welcher Umgebung viele Vorratskisten sind, dass wir die immer wieder abfarmen können, weil für die Stahlbahn, für die Werkzeuge, ich habe jetzt schon hier Stahlwerkzeuge, aber Bergbau, da gibt es natürlich, für, wenn man Bergbau schnell machen will, auch dann den Perk drauf, dass man schneller skillt, die jeweilige Fähigkeit, habe ich jetzt nicht oben, habe ich nicht gekriegt, zu wenig Stahlbahn. Dann war bei uns die Werkstatt noch nicht weit genug. Jetzt habe ich immer noch immer Fellporten müssen zum Herstellen mit meinem Gear. Aber mit dem ganzen Crafting Mats. Aber umständlich. Von daher. Cooler Totenkopf. So, ein kleines Bond. Er beute noch was von einem Piraten. Kriegen wir hin. Hey, ihr zwei, kommt's mal her. Aua. Ich wollte gerade sagen, kommt's beide her, aber die schießen, ja. Jawohl, beide vor mich. Man könnte natürlich auch das blocken. Mich stört nach wie vor, dass das beim Hinschlagen vier Schläge macht. Nach dem dritten will ich mal blocken, dann führt aber den vierten automatisch aus und dann ist wieder Ende im Gelände. Das war's hier schon. Das ist doch Vollwurz. Das war mies, das war schon. Ich wollte noch einen prügeln. Ah, da schaut, der schaut aus, als ob er prügelt werden will. Da ich vor zum ersten Mal, ich meine, die Warteschlangen sind lang, das weiß ich, ja. Aber ich habe jetzt zum ersten Mal wirklich gehabt, dass Lags waren, dass nicht spielbar war, dass die Schläge nicht durchkommen sind. Das gab es bis jetzt eigentlich nicht. Das ist eigentlich mal neu, dass sowas passiert in New World. Weil eigentlich rennen die Server, auch wenn sie voll sind und das oft ein Problem darstellt, aber laufend rennt uns gut.
Also bis jetzt nicht wirklich Performance-Schwierigkeiten. Wart's kurz, ich komm gleich. Tschüss. Gut, hier sind wir. In der Klarwasserbiegung. Da muss ich hier mal durch, da bin ich eh schon zu high für das eigentlich. Was brauchen wir denn hier? Nachricht des Bündnisses. Sind das nur diese gelben Nachrichten oder welche sind das? Also diese blauen? Ja, was, Alter? Ist der Nest vor euch irgendwo? Wahrscheinlich wieder in die Kisten drin liegen, vermutlich jetzt. Schauen wir mal. Ja, steht ja auch da. Ich hätte es auch lesen können, wäre aber zu langweilig. Jetzt sind wir weiter in die Klaus. Ja, rauf! Das ist super schön. Bam, bam! Bis jetzt hätte ich mit Level 15 schon ja sollen. Heilungsimpuls, sehr schön, danke. Fehlt noch eine. Schaut gut aus. Schaut mir jetzt cool werden, ich sehe das schon. Kennst du das von den alten Bud Spencer Filmen, wenn dann alle auf ihm draufhängen und was wutschen, alle fliegen auseinander? Erinnert mich gerade dran. Okay, das schaut jetzt nicht so aus, als ob da eine Kiste wäre. Beim Heißleine? Ah, da heraus. Das müssen wir Ahnenwächter klopfen, das mache ich jetzt aber nicht. Ich mag hier herunter jetzt. Brauche ich eigentlich nicht, brauche nur zum Zweier hingehen. Was gibt mein Bell noch her? Für weniger, ja, das ist für Bosse. Für das ist ein Boss-Skill. Steigt mein Ring. Schwerer Angriff ist mir wurscht. Auch ihr. Ja. Ihr seid aber auch was Lästiges. Das ist ja. Das ist ja, ihr seid ja schlimmer als Versicherungsvertreter. Geht's weg? Irgendwie funktioniert das manchmal nicht. Das haben wir immer gedacht, das nehmen wir. Also das habe ich schon. Mein Fehler. Und den Damage Hammer. Dann nehmen wir auch die Absorption dazu. So, wohin? Laut Versicherungsvertreter, da lang.
So, jetzt sind wir eh schon da, wo wir hinkönnen. Was machen wir hier? Boah, das war damals schon so scheiße. In Lentums Hacke nach den Beweisen suchen. Ah, Gott. Gehen wir mal einfach alles prügeln, würde ich sagen. Das Lustige ist, ich war ja schon hier. Also ich habe hier eigentlich schon einiges angeschaut, gelootet, gemacht. Das mit dem falschen Spiel ist so eine Sache. Irgendwas war da, ich weiß nicht mehr, irgendwas war da in der Beta ziemlich platt. Ah, ja, diese Fußstapfen. Das ist eine Katastrophe bis rauf. Ich hoffe, das haben sie behoben. Die Quest hat in der Beta gebuggt. Man hat die Fußspuren zwar verfolgen können, aber waren dann irgendwann oben angelangt und hat im Endeffekt aber da oben nichts machen können. Schauen wir mal, ob sie das mittlerweile behoben haben. Wenn nicht, müsst ihr einfach weit zurücklaufen. Ansonsten ist es jetzt stupide bläulich, die Folgen. Ich weiß ja nicht, ob es so gewollt ist beim Zurückgehen. Dann werden wir sich noch den Raubzug holen von Pyrgo. Und dann sind wir endlich Gladiator. Gladiator! Ich komm schon, jetzt kann man in die Geisterumgebung da oben. Kann man Geister spielen. Kann man Ghostbusters spielen. Ist überall Wein drin? Nimm ich auch mit. Und bei der war irgendwo der Bug, die hat nicht funktioniert damals. Schaut so viel cooler aus irgendwie. Aber auch unnützer fürs Kämpfen. Ei. Jetzt sind Level 12 und jetzt habe ich da auf einmal wieder Level 24. Ich habe so ein Gefühl, das hilft mir da, ja? Ich folge dir. Weil ich gerade merke, dass ich da eigentlich gar nicht hin muss. Nee, muss ich wirklich nicht. Ich muss zur Talköfen nochmal zurück dann. Ja, dann würde ich mal sagen, Map. Ja, 10 Minuten für den Port.
Fuck that. Weg. Ebenholzwurf. Ich für den Arsch, was du machst, okay. Dann ab zurück in, zu der Tussi, mit dir reden und wieder herkommen. So, Talkofen, wir sind wieder da. Jetzt gehen wir, ich habe jetzt die Quest abgeben. Darwin hat mir die erklärt, ich muss wieder dahergehen. Das wusste ich ja noch von der Beta. Das heißt, es war jetzt eh so zu erwarten, dass das jetzt so wird. Es ist halt trotzdem sehr nervig, vor allem weil es keine Mounts gibt. Aber ist okay, was soll's. Aber du mit deiner Level 20 da hinten, geh mit oder lass bleiben? Dann lass bleiben. So. Hungergeister töten ist jetzt einmal eine nette Schwierigkeit und das kriegen wir ja mal problemlos hin. Dann müssen wir den Mama, Papa, Chefgeist da oben töten. Und nachdem gibt es irgendwo noch hier Drohnen. Die man anscheinend irgendwie suchen muss. Die Marodeurs-Quest zu Gladiator ist nach wie vor verpackt. Das ist nett von denen. Zumindest lest man es. Ich habe es dann noch nicht probiert. Ich kann sie nicht abschließen, und weil ich keinen Marker kriege und auch nicht weiß ansatzweise wohin. Darwin habe ich gelesen, stand vor 4 Stunden von dem, wo ich jetzt spiele, wer postet irgendwie, dass es noch buggt. Ich meine, okay, gut. Dann hoffen wir mal, damit sich das nachher noch legt, weil manche da gemeint haben, das bleibt so. Das wäre natürlich jetzt ziemlich doof. Sehen wir aber gleich. Hey. Ich will das gar nicht haben, du kannst das eh haben. Ich nehme dir nichts weg, my friend. So, jetzt brauche ich einen Tagebucheintrag. Der wird wahrscheinlich da vorne liegen und links oben, da ist der Boss. The Big Boss, man. Ich geh einfach mal daher und hol mal den. Gut, da war ich auch schon. So, das ist einmal nicht. Scheiße. Wo ist der verdammte Tagebucheintrag? Ah! Schmerzen. Mein Kopf. Machen wir es mal hier. Gehen wir da weiter. Probieren wir es mal da. Ich meine, ich könnte auch jetzt in alle Gebäude reinrennen, noch schnell. Ob da irgendwo was rumliegt, was ich brauchen kann. Wolfi! Ja, in der Beta seid ihr mir ordentlich am Senk gegangen, aber jetzt könnt ihr euch alle eingraben. Jetzt könnt ihr euch gleich verzieren. Ja.
Hauptsache der Hund hat, der Wolf hat Handschuhe mit. Moment, wenn ich schon da bin. Alles mitnehmen, wir wollen ja auch mit Skillen nebenbei. Also gibt es sogar im normalen Gebiet, was zum normalen Level gehört, gibt es sogar, so wie hier jetzt gerade bei mir passt das Level, gibt sogar relativ gut EP. Nur mal darauf. Wufi. Seht ihr, und genau dafür ist das Berserker gut. Dass man nicht umgeschubst wird. Von dem Deppen. Ja, es ist ja wie eine riesige Hundehütte da. Was war das jetzt? Vorratskiste, die wieder nur Vorräte hergibt. Überraschung! Mal da nach oben. Da oben weiß ich, kommt der Elite-Geist. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich vorher noch was finden muss oder ob das jetzt so schon funktioniert. Oh, das ist der coole Käfer. Den gibt es auch immer da, ja. Diesen lustigen Käfer da vorne. Hehe! Schneller! Da war eine Luftpartikel her, von daher. So, habe ich jetzt gelesen. Au! Na, aus, da rennt die ganze Zeit runter. Warum musst du immer mit mir rennen eigentlich, du Sackratte? Suche nach dem Tagebucheintrag. Der ist jetzt wo? Gab's da oben nicht irgendwie Erze? Ah, das Sternmetall, das kriegen wir nicht. Aber drei am Stück? Das ist schon mal was. Miniert. Gut, es gibt so einen offensiv sichtbaren Punkt. Da ganz vorne. Da bin ich diesmal ein bisschen vorbeigelaufen. Da gehe ich jetzt nochmal zurück. Der war da rechts unten. Ich glaube, man kann auch mit die. Leck mich am Arsch! Der war mitten da. Kann ich Wolfshütten gehen? Na gut, okay, aber wenigstens wissen wir jetzt, was wir tun müssen. Das ist ja schon mal was. Bleib da. Also, es liegt gleich am Anfang hier. Sind wir wieder mal vorbeigerannt, ein bisschen. Stöckchen nach, Stöckchen nach. Und da waren wir ein Stückchen zu weit. Blöd. Dumm gelaufen. So, ein Wolfi. Komm mal mit. So, ich habe drei Medaillen.
Hier steht schon der nächste Wolf. Ich habe ein viertes und fünftes ist der Wolf oben. Ne, das kriege ich so auch zusammen. Gehen wir gleich rauf. Zeigt Zeitersparnis. So, da ist einer. Habe ich nichts gekriegt. Habe ich schon was gekriegt. Und einer steht noch rechts oben bei dem Typen. Ich denke mal, da muss ich danach hin. Wenn die Quest so weitergeht, und das ist der erste Stock. Der Käfer wieder da. Käfer! Nein, kein Käfer. Offizier Klaus! Klaus, Klaus, Klaus! Ich warte mal kurz. Ihr wisst schon, zwecks Cooldowns. Erledigt! Das war's! Sehr schön, das passt doch! Gut, dann ab nach Hause! Okay, ich hab's doch noch gefunden! Wir müssen. Ihr müsst bei der Enter Riff, bei der Quest vom Gladiator, bei Enter Riff, Enter Messer Riff, müsst ihr hierher. Das ist. Diese Siedlung hier, Entermessriff Dörfchen, das ist hier, ja, ich sehe es hier auf der Map jetzt hier unten. Von hier müsst ihr mit dem Fraktionsführer sprechen, sprich mit dem Marodeur-Typen. Der schickt euch wiederum hierher, für die Gladiator-Prüfung den Captain Hamido zu besiegen. Das war jetzt ein bisschen gut Glück rausfinden Sache meinerseits. Aha, jetzt sind sie wieder kleiner, da waren die Gegner die ganze Zeit viel größer. Wir werden uns das noch geschwind anschauen, ob wir die Gladiator-Prüfung noch hinkriegen. Ich hoffe mal schon, dass wir Gladiator werden und dann den Part ehrenvoll beenden können. Schauen wir mal. Ehre ist am Piraten ja wichtig. Warten. Hallo? Boxt man sich da mal durch? Schätzungsweise müssen wir ja. Schätzungsweise müssen wir ja zu dem großen Schiff, das wird zumindest passen. Wenn wir zum Captain Iglo müssen. Wo ist der Captain Iglo? Wo darf ich mich jetzt nehmen bei Captain Iglo? Da sind wir schon. Direkt vor uns. Der Baum hier nervt mich wirklich. Oh, Geister. Fast Geister. Nicht ganz Geister. So halb Geister. So, platt. Beute. Beute, Beute, Beute. Ja, ich kann deine Rüstung durchbrechen, nur mache ich es nicht. Ich muss mir das Schiff mal kurz anschauen. Was ist das da? Ey, was ist das? Schaut das cool aus? Auf das Schiff, da ist ja auch nicht ohne. Schaut, das hier wieder ein. So, ab geht's.
Da fehlt doch das Bundle, da kann ich doch rauf. So, wir müssen da rauf zu dem. Dann gehen wir mal Hallo sagen. Ja, jetzt hier entlang. Ich wollte euch nur zusammensuchen, alle. Geblockt, mein Freund, geblockt. Aha. Und gleich der Große da hinter mir kommen. Und mir gleich auf die Batterie hauen. Von hinten. Oh ja, da ist er schon. Du bist das eh schon, der Captain Iglo. Hey, warte, bleib da. Ich muss mal kurz zur Seite, weil irgendwie gerade Chaos. Viel zu viele Leute gleichzeitig. Ah, nicht gut. Gar nicht gut. Müssen wir. Nimm der Kleine. So, jetzt ist der mal weg. Ah, den dritten hätte ich auch noch blocken sollen. Bam! Aua! Ich brenne. Nein, nicht. Hör auf. Scheiße. Halt dran. Halt dran. Halt dran. Fuck that. Okay. Das hat sich jetzt eigentlich erledigt. Muss ich jetzt wieder zum Entermesser-Riff? Geleg mich doch. Das ist immer so eine Scheiße. Ja, und Schnellreise ist auch noch weg. Ja, eh. Na gut, dann werden wir das noch schön machen. Hier ist ja, glaube ich, eh nichts mehr wirklich über. Zu tun. Mal ist irgendwo eine Kiste. Wenn da schon so Vollfett-Boss rumsteht, ist das sicher auch Vollfett-Kiste. Ah, da. So. Hier. Hallo. Mal ist immer hinter dir, dass man ganz schön vorbeirennt an allem. Das. Gar nichts. Ziemlich mager für so ein fettes Schiff, ehrlich gesagt. Wirklich ziemlich mager. Gut. Ab zum Questgeber. So, hier sind wir im Entermesser-Riff. Ich habe mir den Portpunkt hier schnell geholt. Der ist ein Stückchen drüber hier. Weil da kann man sicher wieder. Da kommt man sicher wieder. Da wollte ich alleine rein. Haha. Den braucht man sicher, sagen wir so. Wo ist er jetzt? Da ist er. So, haben wir jetzt endlich die Gladiator Quest fertig. Das wäre nämlich ursupi toll, weil dann könnte ich da mal mehr von den Marken farmen. Du hast Hamido besiegt? Du? Judas! Du bist jetzt Gladiator. Jetzt verschwinde, bevor ich dir die Zähne einschlage. Du kleines Mensch, das schau mal an. Niemals. Das kann ich nicht glauben. Gut. Das war's. Wir haben es geschafft. Wir sind Gladiator. Das ist nach wie vor ein geiles Lied. Das kann ich nicht glauben. Okay, gut, wir können das nicht gleich zurückporten, man kann mal, aber ich will das jetzt ehrlich gesagt nicht mit Artsound machen. Jetzt, nachdem ich zum Beispiel beschwert habe, dass das irgendwie zu viel, zu wenig genutzt wird, geht es mir jetzt langsam dann ständig aus. Man ständig jetzt nicht, aber es geht mir halt aus und deswegen wenn wir das jetzt nicht machen. Aber, Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, das mit der Gladiator Quest hat euch geholfen. Ich werde es versuchen zu markern im Video, aber wie ich mich kenne, vergesse ich drauf wieder. Aber es mir hat es geholfen, weil
damit ich gewusst habe, wie das wo funktioniert, weil ich einfach das Problem hatte, dass ich da absolut nicht gefunden habe, das Zeug. Okay, dann danke, bis zum nächsten Mal. Abo, Like, Comment nicht vergessen. Dann seht's, wie es weitergeht. Nämlich in der ersten Ini, wie man sich schlagen. Wahrscheinlich völlig schwachsinnig. Macht gar nichts. Hauptsache, das ist lustig. Bis dann und ciao.